So, mein Freund. Innos zu Gruß. Jo, Adonis auch. Was führt dich zur Bibliothek? Ich bin auf der Suche nach Magie und altem Wissen. Dann bist du hier richtig. Ich habe viel Zeit in diesen Katakomben verbracht und das Wissen unserer Vorväter studiert. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Der hat irgendwie eine lustige Stimme, so ganz tief. Ich will mich nochmal umsehen. Die oberen Kammern stehen zu deiner Verfügung. Aber sei vorsichtig und entwende bitte nichts. In den unteren Kammern lagern die ältesten Schriften der Bibliothek. Nur geschultes Personal darf dort hinein. Die Gefahr, dass etwas zerstört wird, ist zu groß. Wenn du weißt, wonach du suchst, komm wieder zu mir. Mhm, klar. Wir haben ja auch was, wonach wir suchen müssen, nämlich dieses hier. Ich suche den 5. Tempel des alten Volkes. Hier gibt es keine Tempel. Nur Eis, Berge und Orks. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Ja, aber du hast da Wissen und so unter deinem Arsch, ne? Ich bin auf der Suche nach einem Artefakt. Was für ein Artefakt? Ein Ring. Er wurde vor 1000 Jahren aus der Wüste nach Norden gebracht. Nein, das sagt mir nichts. Vielleicht findest du etwas in den Chroniken der Herrschaft. Ja, super. Was sind das für Chroniken? Dort steht die gesamte Geschichte unseres Ordens. Vor allem auch aus den frühen Jahren unseres Ordens. Gut, wo finde ich das Buch? In der Bibliothek. Allerdings gibt es da ein Problem. Was für ein Problem? In dem Buch stehen viele Geheimnisse. Deshalb haben wir es durch Magie versiegelt. Nur uns Magiern war es möglich, das Buch zu lesen. Wo ist das Problem? Durch den Verlust der Magie kann niemand vorhersagen, was passiert, wenn wir das Buch öffnen. Du musst sehr vorsichtig sein. Ach, das kommt davon. Siegelzauber drauf und jetzt muss ich das Siegel brechen. Juhu. Wo finde ich die Chroniken? Sie sind in der Bibliothek. Unterste Etage. Wunderbar. Ab geht er, Peter. Dann wollen wir mal reinmarschieren in die Bibliothek. Und gucken, das ist aber finster. Und gucken uns mal ein bisschen um, wa? So, was ist das denn hier für ein komischer Aufbau? Ich mache mir mal lieber eine Fackel an, das ist ja echt finster wie Sau hier. Vor allen Dingen ist das total hirnrissig. Du hast nirgendwo hier eine Fackelhalterung oder eine Fackel hängen, aber so das total abgeschlossen, dass du hier, keine Ahnung, hier bist du ja im... Ach, natürlich ein kleines Öllämpchen. Ach, na super. Das hast du hier, um die vollkommene Finsternis zu bekämpfen, um Bücher zu lesen. Bitte, Leute. Man braucht auch ein bisschen Licht zum Lesen. Schon mal davon gehört. Ach, naja. Quack, quack. Was willst du erwarten hier? Also, das hätte man alles schöner machen können. Ich hätte es geil gefunden, wenn sie sich da vielleicht so an irgendwelchen Büchern wie der Name der Rose orientiert hätten. Das ist ja sehr inspirierend, was Kloster und Klosterleben angeht, finde ich. Das regt auch zu Nachahmerei an, so ein bisschen. Und da ging es ja auch um Bücher. Ne? Da sind wir ja auch in der Bibliothek gelandet, dann am Ende sogar in einer geheimen Bibliothek, die dann ganz tückisches, ja, ich spoil jetzt nicht rum hier. Sollte selber lesen, ist wirklich gut. Man muss sich teilweise durch ein paar Textpassagen ein bisschen durchkämpfen, weil die sehr, wie soll ich sagen, anstrengend geschrieben sind, langwierig und umständlich. Hier steht was über Alchemie. Sag einen das Wissen. Und abgesehen davon ist es aber wirklich gut. Also ich finde es sehr inspirierend, das Ganze. In Nordmar lebten die Barbaren. Und Robar war einer von ihnen. Er irrte ohne Feuer und Waffen durch das Eis. Und das Biest jagte ihn. So ist das nämlich. Ich weiß gar nicht, habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Ich glaube, ich habe das ja auch damals... Ich habe mir das mal angeguckt. Man kann sich ja bei YouTube die Statistiken angucken von seinen Videos. die Videos damals in Al-Shaddin, die hat sich ja wirklich niemand angeguckt. Nada, niente. Kein einziger hat das wirklich angeguckt, auch wenn da ein paar Klicks waren. Wurde sofort abgeschaltet und die komplette Stunde, ohne dass sich auch nur einer es angeguckt hätte. Ist aber auch egal. Damals hatte ich es aber auch mit vorgelesen gehabt, den kompletten Text, der hier in den Pulten, in den Büchern immer mit drin steht.
Deswegen habe ich es zwar schon mal erzählt, aber es weiß keiner, dass Roba ein Notmacher ist eigentlich. Uninteressant. Mhm. So sieht es nämlich aus. Voll uninteressant, das Notmacher-Zeugs und so. Und hier haben wir die Chroniken der Herrschaft. Ich stecke schon mal die Fackel weg. Denn, und ich speichere. Denn, und so, und dann lese ich. Denn, gleich wird es bestimmt ungemütlich. Akasha war angewiesen, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken. Und das Wasser tobte, und Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden, und er wanderte bis zum großen Gebirge, im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Feuers. Aha, Akashas Grab also wird uns zum neuen Artefakt führen. Hey, der Witzger Kapitän. Na, los geht's. Scheiße. War ein super Start. So, gehen wir direkt auf den Dämon los. Ich höre es schon wieder knarzen hinter mir. Ist mir aber egal, ich werde erst mit dem Dämon weghaben, weil er so eine scheiß große Reichweite hat. So, immer drauf auf den Kerl, immer feste. Den kriegen wir schon klein. Ja, ja, ja. Mal so als Frage, wieso haben die Innostiner Zauber drauf gewirkt, die Dämonen herbeibeschwören? Wo sind wir denn hier gelandet? Also ehrlich mal, irgendwie läuft hier was nicht ganz richtig mit denen. So, der da oben kann weiter vor sich hinschießen. So, scheiße, scheiße. Ja, ist gut. Ich geh erstmal wieder hier rein. Holen wir uns erstmal aus. Scheiße, er kommt hinterher. So, haben wir den. Ich glaube, wir sollten was trinken. Och Mensch. Lasst mir doch meine Ruhe hier unten drinne. Ist doch gemein. Ich will doch nix. Hier, will euch doch eigentlich nix. Ihr lasst mir doch keine Wahl. So, haben wir wieder ein neues Dämonenhorn. Ist das nicht schön? Und ist das hier unten irgendwie dunkler geworden? Oder kommt mir das nur so vor? Naja, egal. Speichern. Und dann wieder hinaus aus dem Kellerloch. Dann können wir noch zu Milton marschieren. Und danach würde ich sagen, mache ich dann auch Schluss. War ja jetzt schon wieder eine Weile. Fühlt sich zumindest so an. Immerhin haben wir schon mal den ganzen Feuerclan jetzt abgearbeitet. Also mit seinen großen Quests soweit. Abgesehen natürlich vom Hauptquest in Nordmar, nämlich die ganzen Ahnengräber zu besuchen. Das wird uns dann wohl beim nächsten Mal obliegen. So, ich sehe nichts. Ich wandere einfach mal auf Verdacht drauf los. Ich glaube, wir haben es jetzt aber eh geschafft. Oder? Ach nee. Scheiße. So, machen wir das so. Ziehst du bitte die Waffen? Ja, danke. Ja, ist nicht so schlau, merke ich gerade. Gut, jetzt hätte ich es mir dann doch wieder sparen können. So, kommen wir noch Gegner? Oder nicht so? Nicht so, also. Gut, dann hat sich das ja erledigt. Sind wir wieder draußen? So, Dagot, mein Freund. Müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden hier, ne? Ich weiß jetzt, wie der Ring nach Norden gekommen ist. Akasha, ein Krieger des alten Volkes, brachte ihn aus der Wüste bis hierher nach Nordmar. Interessant. Sagt das Buch auch, wo du den Ring findest? Vielleicht. Akasha ist hier begraben worden, zusammen mit dem Ring. Du suchst also sein Grab. Geh zum Feuerclan. Seine Krieger bewachen die Grabhöhlen. Wenn dir jemand helfen kann, dann sie. Haben die das direkt gesagt, dass der begraben wurde mit seinem Ring? Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Vielleicht habe ich es auch einfach nur wieder ausgeblendet aus meinem Köpfchen. Kann auch sein. Konnte ich mit dem hier eigentlich noch irgendwas besprechen? Nö. Okay. Der ist einfach nur sinnlos. Gut, dann, also was mich halt stört, ich hatte ja vorhin gemeint, das Kloster hätte man irgendwie schöner machen können. Was mich halt stört, es ist keine ordentliche Klosteranlage hier. Da steht mal ein Haus rum. Hier unten ist noch halt der Zugang zur Höhle und ansonsten ist ja einfach nur eine Mauer davor und das zählen die schon als Kloster. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, haben wir hier oben dann... Na, hack doch nicht so, bitte.
Nee, ist nichts mehr. Okay. Da oben könnte ich natürlich auch noch auf die Mauer gehen. Ich nehme aber an, da wird genauso wenig sein. Deswegen noch fix zu Milton und dann ist gut. Halt! Niemand kommt zum Heiligtum. Doch, ich. Niemand ohne Erlaubnis von Meister Altus. Naja, hab ich doch. Ich muss zu Milton. Ohne Erlaubnis darf ich niemanden hineinlassen. Hab ich. Das ist wichtig. Gut, du darfst passieren. Wie dumm. Hast du nichts zu tun? Naja. Was soll ich auch erwarten? Dies ist das Heiligtum, ist es nicht wunderschön? Vor allen Dingen, dass die hier Kisten lagern, finde ich hammermäßig. Es ist immerhin das Heiligtum. Oder halt der Weg zum Heiligtum, aber es ist ja nicht mal räumlich abgetrennt, das wirkliche Heiligtum. Und da ist es. Hallo Milton. Ah, da bist du ja. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wann du hier aufkreuzt. Jetzt? Wieso hast du mich erwartet? Du hast ein Talent dafür. An diesem Ort kann Großes geschehen. Da kannst du nicht fern sein. Claro. Was wird hier geschehen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo du hier bist, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass hier was passiert. Einst ist Innos an diesem Ort auf unsere Welt herabgestiegen. Vielleicht hat er nur auf dich gewartet. Wieso sollte er? Im Moment scheint das Schicksal immer auf dich zu warten. Der Schläfer könnte noch Zufall gewesen sein. Der Drache? Jakendar? Sehr unwahrscheinlich. Du bist was Besonderes und du spielst eine besondere Rolle. Klar, weil ich's kann. Wie bist du hierher gekommen? Mit Olivier, dem Paladin. Ich bin ihm in Nurtana begegnet. Er hat mir vom Kloster und den Feuerkelchen berichtet. Ich habe mich ihm angeschlossen. Vielleicht hätte ich es ohne ihn auch nicht geschafft. Stimmt, Milton hatte nur gesagt, dass er nach Norden geht, glaube ich, und nicht zum nach Nordmar direkt. Und zum Kloster war ja auch nicht klar. Wusste man zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, dass es eins gibt. Und die Feueranimation sieht voll komisch aus und da hinten ist gerade ein Feuer ausgegangen. Alles sehr merkwürdig. Hast du die Magie gefunden? Ja, ein paar Sprüche hat mir Innos gewährt. Wenn du willst, kann ich versuchen, sie dir beizubringen. Wir können es uns ja mal angucken zumindest. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ha, altes Wissen, super. Was soll ich tun? Das weiß ich nicht. Aber solange du es auch noch nicht weißt, kannst du mir bei den Feuerkelchen helfen. Einen von ihnen habe ich schon gefunden. Jetzt brauchen wir noch den Rest. Wow, wie hilfreich. Ein Feuerkelch, super. Wo soll ich nach den Feuerkelchen suchen? Wir haben einige Paladine und auch einige unserer Ordensbrüder entsandt, um die Kelche zu finden. Geh und halte Ausschau nach ihnen. Vielleicht weiß der eine oder andere schon mehr. Verstehe. Ja, wir haben ja auch schon so einige. Erzähl mir mehr über die Feuerkelche. Ich habe herausgefunden, wie wir mit ihrer Hilfe den Paladinen ihre Magie wiedergeben können. Die Kelche wurden für die ersten Paladine geschmiedet. Hier in dieser Höhle, in Innos reinigendem Feuer, band man starke Magie in diesen Kelchen. Ein Paladin, der aus einem der Kelche trank, wurde so von Innos Macht erfüllt, dass er in der Lage war, Magie zu wirken. Aber das ist lange her. Im Laufe der Jahre wurde ihre Kraft immer schwächer und geriet in Vergessenheit. Runenmagie ersetzte ihre Funktion. Das nennt man wohl Pech. Ihre Kraft ist nur erloschen, nicht zerstört. Hier an diesem Ort können wir ihnen ihre alte Kraft zurückgeben. Ja, wobei die Paladine natürlich nicht an diesen Ort kommen, sondern die Feuerkelche werden einfach nur an diesem Ort neu geweiht und gesegnet und dann läuft das wieder. Wie genau willst du den Feuerkelchen die Kraft wiedergeben? Wenn wir alle 12 Kelche haben, müssen wir sie in das heilige Feuer werfen. Und dann? Dann werden sie von Innos Macht erfüllt werden. Anschließend müssen wir sie nur noch den Paladinen bringen. Hier, nimm meinen Feuerkelch. Er ist bei dir besser aufgehoben. Jetzt suche die restlichen 11 Feuerkelche und bringe sie hierher. Klar, nichts leichter als das. Finde ich eine geile Taktik, ehrlich gesagt. Ja, wie sieht der Plan aus? Wir werfen die Kelche ins Feuer. Das ist die beste Idee aller Zeiten. Hier steht nichts Neues. Warum? Mal ganz ehrlich, wir sind im Heiligtum Innos. Warum packt man da ein Pult hin, auf dem nichts steht? Das ist doch blöde. Das ist doch einfach nur dämlich. Kann ich denn schon irgendwie hier die Kelche und so? Machst du schon was hier irgendwie? Nee, er läuft einfach nur rein und das war's dann auch. Gut, wir scheinen die Kelche auch noch nicht hinstellen zu können, die wir schon haben. Dann schauen wir mal, was wir denn schon... Goldpokal ist natürlich nicht richtig. Hier. 11.
Nein, wir haben 11 von 12 Kelchen. Oh Gott, wo ist denn der letzte? Das ist die große Frage, was wir jetzt schon für welche haben. Das kann natürlich kritisch werden. Da werde ich bestimmt mal im Internet gucken und dann einfach mal ausprobieren und überall hingehen, ob wir die denn schon eingesagt haben. Ja. Nein, ich bin nicht bereit dazu. Okay, wir wollen auch gar nicht unbedingt mit Innos reden, mit Innos direkt. Hier hat er auch mein richtiges Schwert in der Hand, ne, wie wir sehen. Frag mich, wer das geschmiedet hat. Muss eine ganz schöne Arbeit gewesen sein. Gut, damit haben wir es für diese Aufnahmesession. Ich würde sagen, mit diesem tollen Ausblick hier werden wir die Aufnahme beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession wieder, um dann uns ranzumachen an die große Aufgabe, die Ahnengräber alle von Untoten zu befreien und dann die Ahnensteine einzusetzen. Und zeitgleich werden wir uns natürlich das neue, Adanos Artefakt schnappen, das ja in Akashas Grab herumliegen muss. Und damit denke ich, haben wir auch in der nächsten Aufnahmesession wieder genug in Nordmar zu tun, bevor wir dann danach hoffentlich endlich mal aus dieser Eisregion wegkommen und uns dann eigentlich schon daran machen müssen, irgendwelche Städte zu befreien, glaube ich. Das wird dann schon... Wird dann schon irgendwann so kommen, ne? Würde ich sagen, oder? Also ich würde sagen, wir sind schon eine längere Zeit im letzten Drittel des Spiels. Mal schauen, wie weit wir noch kommen und wie lange wir noch brauchen, wa? Bis dann würde ich sagen, ja, habt ein knorkiges Wochenende, ja, ich habe gerade Wochenende, deswegen. Habt einen knorkigen Tag und wir sehen uns dann wieder, ne? Friede mit euch, adieu.